Kapitel 6 Der Hüter des Waldes. Ich verstand, während wir uns durch den Tunnel zwängten, auf jeden Fall, was für ein Problem Groudon damit hatte, ihn zu durchqueren. Er war selbst für mich und Shinnok schon sehr eng, und wir beide waren keine großen Pokémon-Spezies. Außerdem waren wir noch nicht einmal ausgewachsen. Seemobs hatte von uns die wenigsten Probleme. Auf ihn schien der Tunnel wie zugeschnitten. Er rollte einfach seelenruhig vorne weg, ohne überhaupt eine Wand zu berühren. Jedoch mussten wir auch nicht lange durchhalten, eher gesagt nur wenige Minuten. Als wir am Ende des Tunnels ankamen, standen wir in einem riesigen Raum. In seiner Mitte befand sich ein See aus Lava, in dem manchmal Blasen an die Oberfläche traten und dann platzten. Man konnte um ihn herumgehen, jedoch wirkten die drei Wege, die es gab, nicht gerade sicher. Sie hatten viele Lücken und es schien, als wären sie nicht fest am Boden, sondern würden in der Lava schwimmen. Ein paar Schneckenmark krochen an den Wänden entlang, schienen aber glücklicherweise sehr ruhig, als sie uns sahen und griffen nicht an. Auf der anderen Seite des Lavasees befand sich ein weiterer Gang. Doch es gab vor allem ein großes Problem für mich. Mein Glück war auf unserer Reise wieder einmal nicht vorhanden. Als Pflanzen-Pokémon war es für mich natürlich traumhaft, erst durch eine Eiswüste und dann durch ein Vulkaninneres zu reisen. Aber ich hoffte, es würde hier nicht so knapp werden wie auf unserer vorherigen Expedition, die auch gut unsere letzte hätte werden können. Seemobs hingegen schien nicht zu wissen, ob er einen Vulkan als Gegend gut oder schlecht finden sollte, was bei ihm aber auch verständlich war. Als Pokémon waren solche Gegenden oft schwierig, da man in ihnen gleichzeitig stärker und schwächer als sonst sein konnte, wie ein Wasser-Eis-Pokémon in einem Vulkan. Shinnok versuchte den ersten wichtigen Schritt zu planen. Also, was meint ihr? Wir haben drei Wege zur Auswahl. Es ist sehr offensichtlich, dass das hier eine Falle ist. Nur ein Weg wird uns sicher auf die andere Seite bringen und die anderen in den sicheren Tod. Wie entscheiden wir, welchen Weg wir nehmen und vor allem, wer geht vor? Viel mehr als raten können wir ja offensichtlich nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg ganz rechts. Den links würde ich auf keinen Fall nehmen. Und ich gehe vor. Seemobs wirkt etwas unsicher. Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Als Pflanzen-Pokémon wäre es für dich doch am schlimmsten, wenn der Weg falsch wäre. Naja, harsch wie es klingt, das ist der Grund. Vor allem wäre es für mich am tödlichsten. Keiner von uns hält es aus, in kochende Lava für stürzen. Für mich wäre es wenigstens schnell vorbei. Für euch wäre es schlimmer. Shinnok schien dieses Gespräch ebenso unangenehm zu sein wie mir, denn er unterbrach mich. Könnt ihr bitte aufhören zu besprechen, für wen von uns es am qualvollsten wäre, in der kochenden Lava zu verbrennen? Wenn du meinst, dann geh vor, Bulbi, aber nimm den Weg ganz links. Ich sah ihn verwirrt an. Wieso den denn? Ich sagte doch gerade, dass ich mir bei dem sehr sicher bin, dass er falsch ist. Genau deswegen. Wie oft hast du denn Glück, wenn es ums Raten geht? Also wird wohl der Weg stimmen, den du am wenigsten nehmen willst. Seine Argumentation ergab leider durchaus Sinn. Jedoch hatte ich trotzdem ein sehr schlechtes Gefühl, entschied mich aber, den Weg links zu nehmen. Ich trat auf den ersten Stein des Gashanichts. Ich sah mich um. Ich war nun von der Lava umgeben. Diese Tatsache machte es für mich nicht leichter, den nächsten Schritt zu machen. Ich erschrak, als der Stein durch mein Auftreten begann zu wackeln. Doch zum Glück geschah weiter nichts. Ich wollte gerade auf den nächsten Stein treten. Da wurde mir schwindelig. Die Welt begann sich um mich zu drehen. Ich wusste nicht weshalb, ob durch die Hitze oder die Anspannung. Ich sah um mich herum nichts mehr. Dann geschah etwas Seltsames. Ich sah mich selbst scharf vor mir. Ich war auf dem linken Weg, mitten in der Höhle, genau dort, wo ich eben noch gestanden hatte. Nur, dass ich dieses Mal noch einen Schritt machte. Ich sah, wie der Weg unter mir selber zusammenbrach, ebenso wie jener in der Mitte zusammenbrach. Ich hörte panische Schreie von Seemobs und Shinnok. Doch es war jede Hilfe zu spät für mich. Dann drehte sich die Welt um mich herum erneut und ich stand wieder auf dem Weg, den ich gerade vor mir gesehen hatte. Shinnok stand neben und stützte mich ab. Anscheinend wäre ich in meinem Schwindelanfall fast gestürzt. Was war das, Bulbi? Geht's dir gut? Du bist auf einmal einfach umgekippt. Ich realisierte jetzt erst so wirklich, was geschehen war und was ich eben gesehen hatte.
Ja, mir ist nur schwindelig geworden. Scheidungsschien erleichtert. Okay, dann ist ja gut. Bist du sicher, dass nicht doch einer von uns vorgehen soll? Ja, bin ich. Shinnok ging wieder zurück an den Anfang des Weges zu Seemups und sie warteten, dass ich den nächsten Schritt ging. Doch ich tat es nicht. Ich wusste genau, was gerade geschehen war. Meine Vision war eine Fähigkeit von mir gewesen. Ich hatte sie vor vielen Jahren entdeckt, jedoch nie genutzt, weshalb ich Shinnok nicht einmal davon erzählt hatte. Hubbelup hatte mir erklärt, dass diese Fähigkeit ein sogenannter dimensionaler Schrei ist. Eine Vision aus einer anderen Zeit. Und vermutlich hatte ich gerade die Zukunft gesehen, die bei einem weiteren Schritt eingetreten wäre. Ich drehte mich um und ging zu meinen Freunden, sahen mich verwirrt an. Hast du es dir anders überlegt? Soll doch jemand anderes vorgehen? Nein, keiner von uns wird auf diesen Weg gehen. Ich nehme den rechten Weg. Shinnok starrte mich ungläubig an. Den rechten? Aber der rechte Weg wird auf jeden Fall falsch sein. Willst du dich umbringen? Ich antwortete ihm nicht, sondern ging einfach los. Shinnok rief mir noch einiges nach, aber ich ignorierte ihn. Ich fokussierte mich nur auf meine Umgebung. Ich trat auf den rechten Weg, passierte den ersten Stein, trat auf den ebenfalls wackeligen zweiten und nahm dann den entscheidenden dritten Schritt. Der Boden begann zu beben. Bevor ich irgendetwas tun konnte, brach er zusammen. Nur nicht unter mir. Der rechte und der mittlere Weg zerfielen in kleinste Teile, während ich auf dem sicheren Felsen stand. Shinnok und Seemups kamen überrascht zu mir gelaufen. Wie hast du das auf einmal gewusst? Bulbi, was? Wie konntest du auf einmal wissen, dass der linke Weg eine Falle war? Hast du jetzt einfach geraten? Bitte wartet noch ein bisschen ab. Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, erkläre ich euch alles. Ich zitterte immer noch vor Adrenalin, als wir in den nächsten Raum kamen. Es schien bereits der letzte zu sein. Vor uns war ein Sockel. Auf ihm lag ein glänzender roter Edelstein. Um den Sockel herum befand sich ein Ring aus Flammen. Noch bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, hatte Seemob sich selbstständig gemacht. Überlasst mir das, dieses Feuer ist kein Problem für mich. Er tat, wie er sagte, und schoss eine Aquavelle auf die Flammen. Sie erstickten, und der Weg zum Juwel war frei. Ich ging langsam auf den Sockel zu. Ich erwartete noch eine Falle, doch es geschah nichts. Ich nahm den Vulkanstein zu mir und der Sockel senkte sich in den Erdboden. Die Umrisse des Kreises, der sich nun auf dem Boden befand, begannen zu leuchten, bevor sie einen Lichtstrahl in die Höhe schossen. Ich zeigte meinen Freunden an, den Lichtstrahl zu betreten, bevor ich es selbst tat. Kaum hatten wir ihn betreten, standen wir auch schon wieder in Groudons Höhle, den Vulkanstein immer noch in meiner Hand. Groudon selber war ebenfalls noch hier und sehr überrascht über unser plötzliches Erscheinen. Ihr seid schon zurück und ihr wart wirklich erfolgreich? Unfassbar! Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns nun zu unserem letzten Reiseziel aufmachen sollten, aber Groudon ließ mich nicht. Stattdessen sprach er weiter und lehrte mir etwas für mein Leben. Pass auf, wem du vertraust, am Ende erwischst du den Falschen. Und jetzt gebt mir meinen Stein und verschwindet aus meinem Reich. Ich war nicht die Einzige, die von Groudons plötzlichem Verhaltenswechsel überrascht war. Was soll das auf einmal? Ich dachte, du willst uns helfen. Schließlich hast du doch auch die Stimme in deinem Traum gehört. Ja, ich habe eine Stimme gehört, aber nicht von eurem Überlebenden. Ich habe eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, dass ihr kommt und mir die Chance gibt, endlich das rote Juwel zu erhalten. Rotes Juwel? Meinst du den Vulkanstein? Vulkanstein nennen die Unwissenden. Rotes Juwel die Weisen. Dieser Juwel beinhaltet all meine verlorene Kraft. Das hast du uns doch schon erklärt, aber das ist doch auch gut so. Es hilft dir doch, Zeit für dich zu haben. Versteht ihr Narren es nicht? Na gut, dann noch einmal für ganz Dumme. Hier also euch. Der rote Juwel hat nichts mit der Aktivität der Vulkane zu tun. Er existiert nur, um meine Kraft zu bannen. Die legendären Pokémon haben ihn erschaffen, nur weil ihnen meine Einstellung nicht gepasst hat. Sie wollten aus meiner wunderschönen Einöde des Feuers einen lächerlichen Wald machen. Aber jetzt, wo ihr mir diesen Stein gebracht habt, werde ich meine wahre Macht wieder entfalten können. Ich werde den Vulkankrater zur Explosion bringen und diesen lächerlichen Wald niederbrennen.
Ich werde wieder das Paradies erschaffen, das mir genommen wurde. Und um das endgültig in eure Hohlbirnen zu quetschen. Ich war nie bestimmt, eurem lächerlichen Haufen beizutreten. Das ist der Job von irgendwem anders. Und jetzt gib mir den Stein. Ansonsten hole ich mir ihn eigenhändig. Ich war nicht die Einzige in unseren Reihen, die der Umschwung von Groudon schockierte. Doch was ich mich auch fragte, wer hatte zu Groudon gesprochen, wenn nicht der Überlebende? War es etwa die Determination selbst? Wusste sie von unserer Reise? Oder war es der Überlebende? Vielleicht wollte er seine Welt in Wahrheit nicht wiederbeleben, sondern irgendetwas mit unserer anstellen? Was, wenn er gar nicht wollte, dass wir die Eiswüste überlebten? Damit würde auch seine Nachricht, die Seemobs uns mitteilte, mehr Sinn machen. Aber ich verwarf diesen Gedanken. Warum sollte er gerade uns in eine Falle locken wollen? Wenn wir nicht auserwählt waren, eine Welt zu retten, dann gab es ja wohl keinen Grund, auf normale Pokémon wie uns loszugehen. Doch ich versetzte mich wieder ins Hier und Jetzt, indem es für Groudon sehr wohl einen Grund gab, auf Pokémon wie uns loszugehen. Aber auch wenn ein Kampf für uns eine schwere Prüfung werden würde, gab es keine andere Möglichkeit. Wir konnten nicht zulassen, dass so ein Tyrann wie Groudon den gesamten Wald niederbrennt und all seine Bewohner mit ihm. Und selbst wenn uns das egal wäre, wir bräuchten den roten Juwel trotz allem auch selber. Ich nahm mal all meinen Mut zusammen. Oh, okay, wenn du den Stein so dringend haben willst, dann hol ihn dir doch. Narren, ihr habt es nicht anders gewollt. Wir machten uns bereit für die Schlacht gegen Groudon, den Meister der Vulkane. Eine schwer gewinnbare Schlacht. Eine Schlacht, die nicht zustande kommen sollte. Denn was ich selber wieder vergessen hatte, war, dass unser Feind trotz allem kein Feuer-Pokémon war, sondern ein Bodentyp. Deswegen waren Pflanzenattacken sehr stark gegen ihn. Und das wussten wir zwar nicht, aber jemand anderes. Ranken gruben sich aus dem Boden. Groudon war sehr verwirrt, was nun geschehen war, als sie ihn angriffen. Er verlor schnell das Bewusstsein, mehr aus Überraschung als aus Stärke der Attacke. Im Eingang zu seiner Höhle stand ein Pokémon. Ich glaubte nicht, die Art vorher schon einmal gesehen zu haben. Bevor irgendjemand von uns etwas sagen konnte, rief er: Schnell, kommt mit. Wir müssen hier weg, bevor er wieder zu sich kommt. Wir rannten dem fremden Pokémon hinterher. Während wir liefen, sprachen wir etwas mit ihm. Er fragte, ohne sich umzudrehen: Seid ihr in Ordnung? Da unser Kampf gegen Groudon ja noch nicht einmal begonnen hatte, waren wir alle mit dem Schrecken davongekommen. Das ist gut. Ich habe Groudon ja schon lange im Auge und als ich vorhin bemerkt habe, dass irgendwas im Busch war, habe ich nachgeguckt. Ich habe euer Schiff landen sehen. Ah ja, vielleicht soll ich mich auch mal vorstellen. Mein Name ist Chillast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Wald zu beschützen. Wer seid ihr drei? Mein Name ist Bulbi. Ich heiße Seemobs. Und ich bin Shinox. Als Shinox ausgesprochen hatte, blieb Chillast abrupt stehen. Er drehte sich zum ersten Mal zu uns. Hast du gerade Shinox gesagt? Sein Gesicht schien mit purer Ungläubigkeit gefüllt, als er zum ersten Mal unsere Runde betrachtete. Sein Blick blieb an Shinox hängen. Bist du es wirklich? Wir sahen uns alle verwirrt an. Warte, wie bist du es wirklich? Natürlich bin ich selber, wer soll ich sonst sein? Seemobs war der erste von uns, dem auffiel, was Chillast meinen könnte. Warte, kennst du ihn von früher? Chillast sah uns noch ungläubiger an als vorher. Warte, erinnerst du dich etwa nicht an mich? Wie kannst du mich bitte vergessen haben? Ich unterbrach ihn und machte einen sinnvollen Vorschlag. Können wir bitte erst zu unserem Schiff weitergehen? Dort können wir alles in Ruhe besprechen. Chillast, der jetzt sehr wütend aussah, fing sich wieder. Okay, gute Idee. Wir können auf der Fahrt weiterreden. Warte, auf der Fahrt? Wir müssen doch erst noch unser nächstes Teammitglied finden, um die Welt aus der Legende wiederzubeleben. Ich weiß, die Stimme in meinem Traum hat es mir erzählt. Ich habe mir bereits gedacht, dass ihr das seid, als euer Schiff gekommen ist. Warte, heißt das, du bist unser Mitstreiter? Wenn du mir nicht glaubst, du hast doch ein Foto, mit dem du es prüfen kannst.
was bei Groudon übrigens auch eine gute Idee gewesen wäre. Tatsächlich erschien sein Bild bei Berührung auf dem Foto. Direkt neben Shinux. Somit machten wir uns wieder auf unser Schiff und fuhren aufs offene Meer hinaus. Wir hatten letztendlich auch diese Expedition überstanden. Wir hatten den wohl das rote Juwel und unseren neuen Freund gefunden. Ich wäre fast übermütig geworden, doch ein unglaubliches Brüllen, das selbst die Erde zum Wackeln zu bringen schien, zeigte mir, dass Groudon nicht vergessen würde und dass er seinen Edelstein nicht aufgeben würde. Zudem schien uns nur noch ein sehr intensives Gespräch mit Chelast bevorzustehen, vor allem für Shinux.